Stillhalten, sich nicht bewegen. Malik Marzak sitzt Modell für Marie Baldermann. Sie malt gerade ihre Abschlussprüfung an der Academy of Fine Art in Bad Homburg. So, was ich jetzt hier gerade tue, ist quasi die Imprimatura zu malen. Das bedeutet, dass wir quasi die Vorzeichnung auf die Leinwand bringen oder eben das, was wir uns vorstellen, diese Konzepte umsetzen. Das heißt, wir machen langsam eine Vorzeichnung und beginnen darauf, die erste Schicht zu malen. Die Aufgabe, ein möglichst realitätsnahes Bild erschaffen. Wir versuchen, die richtigen Proportionen beim Modell, sage ich mal, herauszufinden. Und da gibt es verschiedene Techniken, die wir eben lernen im Laufe des Studiums. Und ich versuche gerade, von diesen Messmethoden ein wenig wegzukommen. Das heißt, dass wir auch ohne Hilfsmittel quasi lernen zu malen und unser Auge dabei noch mehr trainieren. Marie Baldermann ist jetzt im 10. Trimester. Vorher hat sie bereits eine Ausbildung zur Illustratorin gemacht. Studienvoraussetzung ist das allerdings nicht. Wir setzen einen Realschulabschluss oder Vergleichbares voraus, das ist wichtig. Ansonsten erwarten wir im Grunde nichts. Also es muss niemand eine Mappe einreichen oder wir machen auch keine Eignungsprüfung oder Eignungstest. Weil uns ist es eigentlich wichtig, dass man das, was wir hier beibringen, das kann man von Grund auf lernen, egal wie viel Erfahrung man hat oder auch mitbringt. Die einzige Voraussetzung, Begeisterung für die Kunst. Kein Problem für Studentin Charlotte. Und ich wollte immer unbedingt Kunst machen. Und ich war hier einen Tag und hat ein bisschen durchgeschaut und die Kunst angeschaut und war so, wow, das will ich machen, das ist mein Traum. Die Studierenden beginnen mit Bleistiftzeichnungen, lernen dann, mit Kohle zu malen, bevor sie abschließend Ölgemälde anfertigen. Die Regelstudienzeit liegt bei 3 Jahren. Wir haben aber jetzt im Rahmen auch der staatlichen Anerkennung die Möglichkeit geschaffen, eben noch ein Zusatzjahr zu machen, das heißt eine zusätzliche Qualifikation zu bekommen, und zwar im digitalen Bereich, um einfach den Studierenden noch mehr Berufsmöglichkeiten zu geben. Wie eine Karriere im Gaming- oder Filmbereich. Der Unterricht ist sehr praktisch gestaltet, aber auch die Theorie ist wichtig, damit die Studierenden später ihre Kunst vermarkten können. Außerdem... Dadurch, dass es jetzt staatlich anerkannt ist, ist es für mich ganz gut, weil ich ganz gerne danach noch Lehramt studieren würde auf Kunst. Und dann wäre mein Traum, so Teilzeit Lehrerin zu sein und dann die restliche Zeit meine Kunst selber zu machen. Weil ich nicht, also ich möchte mich nicht ganz darauf verlassen, dass ich mit meiner Kunst leben kann später. Aktuell hat die Academy of Fine Art 50 aktiv Studierende. Studienbeginn ist zu jedem Trimester möglich, in Voll- und Teilzeit.